Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs, denn ich wollte euch hier so einen kleinen Challenge-Mode-Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um den Challenge-Mode bei den Iron Dogs im Gold-Modus. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier gleich zu Beginn einen relativ großen Pull, also sprich, ihr pullt hier nahezu den gesamten Raum. Das Einzige, was ihr eigentlich stehen lasst, ist der Dicke hinten in der Ecke. Sonst könnt ihr alles mitnehmen, beziehungsweise je nachdem, was ihr für ein Setup habt, solltet ihr natürlich ein paar Mobs noch stehen lassen. Ihr seht, hier haben wir zwei Gruppen noch stehen gelassen, die wir bei einem zusätzlichen Pull dann erst ranholen. Wenn ihr ein gutes Setup habt, also sprich mit DK-Tank und sehr viel Master-CC, dann könnt ihr natürlich auch so verfahren, dass ihr komplett alles mitnehmt. Aber wie gesagt, es ist hier nicht unbedingt notwendig, denn es geht auch locker anders mit der Zeit auf. Ihr habt hier gesehen, bin ich kurz gestorben, das ist aber in der Instanz hier am Anfang kein Problem, denn im Challenge-Mode werdet ihr ja gleich am Anfang wiederbelebt und dementsprechend sollte das am Anfang mal schief gehen, einfach nochmal reinlaufen, das ist dann dementsprechend kein Problem. Ja, dann kommen wir hier gleich weiter. Ihr seht, wir haben hier zwei Gruppen gepullt. Das war übrigens ein Fail-Pull, wenn ich mich noch recht erinnere, denn die Mobs, die hier seitlich stehen, die braucht man überhaupt nicht. Also sprich, wir hatten dann am Ende ein paar Mobs zu viel, hat aber trotzdem jetzt hier nicht allzu viel Zeit gekostet, sprich, der Goldmut klappt trotzdem, auch wenn ihr mal einen Fail-Pull drin habt, aber theoretisch braucht ihr diese Mobs, die wir eben hier mit geedit hatten, nicht. Ja, dann hier sind wir beim ersten Boss. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr aus diesem Feuer rausmoved und, was ihr gerade gesehen habt, sobald der Boss hier seinen Schrei wirkt, dass ihr auf jeden Fall nicht auf den Boss drauf hittet. Das ist ähnlich wie im HC-Mode, beziehungsweise eigentlich nicht ähnlich, sondern genauso. Wenn ihr ihn hittet, während er hier diese Blase anhat, werdet ihr CC und das sollte auf keinen Fall passieren, denn dann hittet er euch weiter, beziehungsweise ihr steht dann natürlich im Feuer und könnt dann dementsprechend nicht rausmoven. Ja, dann zieht ihr hier diese großen Grons mit ran. Die werden dann durch diese eiserne Sterne umgehauen. Also sprich, die auf keinen Fall so bekämpfen, es würde viel zu lange dauern und dementsprechend einfach viel zu viel Zeit kosten. Sprich, einfach die mitziehen. Je nachdem, was ihr für eine Tankklasse habt, könnt ihr natürlich auch durchreiten. Ich als Druiden-Tank habe natürlich nur ganz normales Ledergear an, wenn ich jetzt auf dem Mount sitze. Da haben wir ein bisschen rumprobiert. Das funktioniert an der Stelle nicht, wenn man das mit dem Mount macht. Aber ein Warrior, ein DK und ein Paladin dürfen es auch locker mit dem Mount schaffen. Ja, ihr seht, hier diesen Beschuss von dem Boot, den müsst ihr immer abwarten. Also der haut hier im Challenge-Mode extrem rein. Wenn ihr da reinkommt, dann seid ihr eigentlich so gut wie tot. Deswegen lieber kurz warten, lieber ein bisschen Zeit verstreichen lassen, als dass die Gruppe hier stirbt, beziehungsweise einzelne Personen sterben, wo es dann beim letzten nicht länger dauert. Ihr seht schon, die 44 Gegner haben wir hier an der Stelle zusammen. Hier sind zusätzlich noch 4, sprich, wie ich vor eingangs schon erwähnt hatte, die eine Mob-Gruppe vor dem Boss, die muss man gar nicht mehr pullen, die kann man auch durch Gutes am Rand laufen, dementsprechend skippen. Ja, dann kommen wir hier schon zum zweiten Boss. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr Burst fahrt. Hier habt ihr nämlich die eine Tusse, die sich recht gut gegenheilen kann, diese Blase. Da müsst ihr gucken, dass ihr dementsprechend sie wegfokust, wie wir das getan haben. Hier von dem Charge, von dem Warrior ein bisschen ausweicht, beziehungsweise auch schaut, dass ihr nicht in die Fallen reinkommt. Der Bosskampf ist auch wie in den anderen Challenges genauso wie im HC-Modus gespielt. Wenn ihr ihn daher schon kennt, ist das eigentlich kein Problem. Nach dem Boss kommt dann gleich eigentlich so die wichtigste Stelle. Je nachdem, was ihr für Klassen dabei habt, könnt ihr nämlich hier komplett alle Mobs skippen. Ihr könnt natürlich hier einen Master es anschmeißen von einem Rogue, beziehungsweise theoretisch auch mit einem Pot durchlaufen, zumindest weitestgehend. Oder ihr macht es so wie wir, dass ihr einfach hier durchlauft. Ihr seht schon, dass ich hier nicht die Mobs antanke, sondern schaue, dass die anderen sterben dadurch. Und wir hauen hier einfach einen Battle Rats auf einen Spieler. Ich habe hier auch noch mit Schatten, Mimik oder Shadow Meld nicht aus dem Kampf rausgekommen. Dann retzen wir fix die anderen und es geht weiter, denn wir haben den Counter ja schon voll, selbst wenn wir die eine Gruppe beim Boss nicht gemacht hätten. Ja, dann sind wir auch schon beim dritten Boss. Der ist eigentlich auch wieder komplett genauso wie im HC-Mode. Also sprich, ihr spielt einfach runter, müsst halt ein bisschen drauf achten, dass ihr schnellstmöglich natürlich hier diese Ads umhaut. Die hauen hier anders als im HC-Mode doch schon relativ gut zu. Also sprich, es ist auf jeden Fall notwendig, dass die mal weggemacht werden. Im HC kann man die ja gut und gerne mal ignorieren, weil es eigentlich egal ist, aber hier solltet ihr gucken, dass ihr sie immer schön mit weghaut. Ja, sobald der Gute hier tot ist, haben wir nur noch den Endboss. Hier habt ihr es eigentlich schon geschafft, also sprich, wenn ihr gut durch diese Skip-Phase durchgekommen seid, wo ihr dementsprechend die restlichen Mobs skippt, habt ihr es eigentlich schon geschafft, wenn ihr noch so ungefähr 4 Minuten über habt. Denn dann kommt nicht mehr viel. Der Endboss ist eigentlich auch genauso
leicht bzw. schwer, wie denn auch im PC-Mode. Ihr solltet bloß schauen, dass ihr hier auf keinen Fall failt. Wir hatten es jetzt hier kurz, dass der Warrior mit reingesprungen ist, aber der Boss nicht sofort abgebrochen ist. Also sprich, das war so ein bisschen heikel, kann mal passieren, dass das ein bisschen buggt, aber dementsprechend ist das hier alles cool. Ihr seht, wir haben einige Fehler gemacht, wir sind nochmal gestorben und es hat trotzdem zur Goldzeit gereicht. Also dementsprechend ist das Ganze nicht sonderlich anspruchsvoll, ist eine der leichtesten Challenge wird. Ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch einen Ticken weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, beziehungsweise wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.